Als ich dann zu Hause nochmal saß und die Casting-Tapes gesehen habe, wusste ich eigentlich nicht nur, dass sie die Doreen ist, sondern ich war mir sicher, ich habe den Film eigentlich für sie geschrieben. Also so sicher war ich. Hallo, mein Name ist Linda Söfka. Ich leite die Sektion Perspektive Deutsches Kino bei der Berlinale. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute die Regisseurin und Co-Autorin Mia Marielle Meyer vorstellen darf. Sie ist die Regisseurin und Co-Autorin des Films Die Saat, den wir dieses Jahr in unser Programm der Perspektive eingeladen haben. Hallo! Hallo, grüß dich Mia. Schön, dass du da bist. Schön, dich virtuell zu treffen. Du hast wirklich sehr, sehr viele heiße Eisen, sage ich, in diesem Film angesprochen. Es geht um Gentrifizierung, um den Wert von Arbeit, um Aufstiegschancen, um Gleichberechtigung, natürlich um Generationenkonflikte. Wie bist du auf diesen Film gekommen, auf die Idee? Welche Geschichte erzählst du uns? Also Rainer ist Bauleiter und absoluter Familienmensch und hat ein sehr enges Verhältnis zu seiner Tochter Doreen, die ist 13. Zu Beginn des Films zieht die Familie in die Vorstadt in ein sanierungsbedürftiges Haus, da sie aus ihrer Stadtwohnung heraus gentrifiziert wurden. Und Doreen findet auch relativ schnell Anschluss in der etwas besser situierteren oder man könnte auch sagen wohlhabenden Nachbarstochter Mara. Alles sieht ziemlich gut aus, doch dann verliert Rainer sehr plötzlich und auch sehr unfair seinen Posten als Bauleiter. Und damit entsteht so ein Kampf auf allen Ebenen, der Rainer an seine Grenzen treibt und auch einen großen Einfluss auf Doreens Kinderwelt im Prinzip nimmt. Über allem steht vor allen Dingen das Thema Leistungsdruck. Dieser Druck, der uns alle umgibt, dieser Wettbewerb, der immer über allem steht. Und das Thema hat sich da eigentlich so ein bisschen, also ursprünglich war das so, dass wir, der Hanno und ich, mein Co-Autor, uns vor 6 Jahren mit dem Thema, wie entsteht eigentlich Gewalt in einer eigentlich funktionierenden Familie, also wie kann Gewalt da eigentlich so Eintritt nehmen? Und dann haben wir einen Stoff entwickelt und immer mehr und mehr dann nach und nach gemerkt, dass wir eigentlich schon die ganze Zeit über den Druck eigentlich, also dass die Gewalt kommt am Ende, das ist eigentlich im Prinzip der eruptierende Vulkan, dass was rauskommt, aber worum es eigentlich geht, ist der Druck. Und dieser Druck ist so vernichtend und und dadurch ist das dann einfach, hat sich herauskristallisiert als das Thema des Films. Ich muss heute Abend noch arbeiten, kommst du klar? Ja. Mein Taschengeld für die Tankstelle. Dollar behalten dein Geld. Ich weiß, wann ich deine nehme. Gut an. Mach auch mal. Los, schrei! Schrei! Los! Los! Ah! Du hast eben schon erwähnt, dass du einen Co-Autorin hattest, Hanno. Du bist selbst eben Autorin auch des Films, Regisseurin und Autorin. So ein Film macht sich ja nicht von alleine. Also da gibt es ein großes Team. Wer hat dich dann da am meisten unterstützt? Welche Leute sind da an deiner Seite gewesen? Wen hast du gebraucht? Und wie hast du den Film finanziert? Also von Anfang an war natürlich mein größter und auch mein größter Kreativpartner in dem Projekt war Hanno.
der war von Anfang an dabei. 2015 kam die Idee, dass wir zusammen nochmal arbeiten würden. Wir haben in 2014 den Film Treppe aufwärts zusammen gemacht und haben gemerkt, es klickt einfach sehr gut und wir wollten auch mal was zusammen schreiben, weil wir einfach viele Themen haben, eben auch das Thema Gewalt, das Thema Druck, das resoniert sehr stark mit uns. Und daher war er von Anfang an da. Ich habe dann so die letzten 2 Jahre, bevor der Film gedreht wurde, war ich dann die alleinige Autorin. Das ist dann, glaube ich, auch ein ganz gesunder Prozess gewesen. Aber er war mir immer bis zum Schluss der wichtigste Sparring-Partner und hat mich gepusht und war immer an meiner Seite. Und ganz wichtig waren auch die Produzenten Christoph Halthoff, Daniel Reich, die auch von Anfang an, ziemlich früh dabei waren und auch einfach einen sehr gesunden Diskurs mit uns geführt haben über den Stoff und auch immer wieder ganz gut mit uns da eingedrungen sind. Und natürlich dann auch die Redakteure Stefanie Groß und Daniela Muck. Der Film läuft ja im Rahmen des Debüt-Spezial vom SWR und es war großartig. Also das waren einfach eine sehr befruchtende Zusammenarbeit. Also auf dieser Ebene, auf der Buchebene. Ja, und dann natürlich bin ich da total dankbar gewesen, dass ich so eine tolle Cast bekommen habe. Also ich habe großartige Schauspieler bekommen, eigentlich durchweg und kann mich da überhaupt nicht beklagen. Also ganz großartig. Und den Kameramann Falco Lachmund, den habe ich sehr spät, der kam erst sehr spät, der kam 6 Wochen vor dem Projekt erst dazu. Aber Gott sei Dank hat es dann direkt geklickt und wir haben gemerkt, wir sprechen die gleiche Sprache und es war irgendwie so ganz organisch. Und dann natürlich auch meine Editorin Gesa Jäger. Der Film ist ja wirklich sehr schnittintensiv, das war von Anfang an klar. Und dadurch haben wir sehr früh angefangen, uns auszutauschen. Gesa war auch hat den Stoff auch so die letzten Fassungen dann auch immer wieder begleitet, immer aus der Sicht des Editors. Und ja, der ist dann sehr im Schnitt auch entstanden. Und ja, das sind so meine wichtigsten Partner, würde ich sagen. Mia, du hast alle mit Nachnamen genannt, außer Hanno. Also ich gehe jetzt davon aus, weil ich weiß, dass Hanno der Hanno Kofler ist, der auch die Hauptrolle bei dir spielt. Deswegen würde ich gerne den Nachnamen dazu nehmen. Also Hanno Kofler und deine weibliche Hauptdarstellerin, also seine Tochter ist die Dora Ziguri. Beide wirklich herausragend, wie ich finde. Also auch das Mädchen war für mich auch eine Entdeckung. Ich kannte sie nicht vorher, habe sie zum ersten Mal gesehen und frage mich, wie hast du vor allem deine Doreen für den Film gefunden, die Dora? Also Doreen, das Kindercasting, das war dann wirklich eine komplexe Geschichte, weil da einfach eine ganze Menge Gewicht auf diesen jungen Menschen ist. Und ich war mir gar nicht, es war wirklich so, ich bin ins Casting gegangen und war richtig so, oh, finden wir überhaupt eine Doreen? Und wir haben tolle Kinder gesehen, das muss ich wirklich sagen, durch die Bank großartiges Casting gehabt. Aber irgendwie, da fehlte immer irgendwas und es war dann immer so eine Kopfentscheidung mehr und dann kam die Dora rein und es war wirklich auch eine Doreen und hat ein großartiges Casting gemacht, wo ich also danach schon dachte, wow, das ist sie einfach. Aber als ich dann zu Hause nochmal saß und die Casting-Tapes gesehen habe, wusste ich eigentlich nicht nur, dass sie die Doreen ist, sondern ich war mir sicher, ich habe den Film eigentlich für sie geschrieben. Hast du Rudi gehört? Ja, ihr Gesicht ist für immer entstellt. Mann, die hat einen Verschuff und alles gut. Gar keinen Fall. Was soll denn passieren? Komm schon. Ich kann den Trick zeigen. Du ziehst dran und sagst dann, Puppe.
Wir haben sehr subjektiv erzählt, also es gibt wenig objektive Einstellungen. Wir sind sehr nah dran an den Figuren, das stand von Anfang an auch fest. Das haben wir schon in der Drehbucharbeit versucht zu machen, dass wir sehr paritätisch erzählen zwischen der Welt von Doreen und der Welt von Rainer. Es ist ja auch ein ziemlich großes Unterfangen gewesen, zu sagen, wir machen einen Zwei-Perspektiven-Film, aber das war mir ganz wichtig, weil eben die Kinderwelt, also die Erwachsenenwelt alleine kann für dieses Thema nicht stehen, weil es geht ja auch darum, was passiert in der Kinderwelt, wenn eben dieser Druck in der Erwachsenenwelt alles zum Zerbrechen bringt. Und genau, und diese Idee, dass man mit dem Sog arbeitet, das haben wir dann konsequent natürlich auf allen Ebenen weiter verfolgt. Nach der Drehbucharbeit also haben wir dann vor allen Dingen im Schnitt sehr hart daran gearbeitet, diese Welten so ein bisschen aufeinanderknallen zu lassen und mit den Elementen vom Thriller irgendwo auch gearbeitet. Also in gewisser Weise, ich sage immer, die Saat ist auch ein Social Thriller, weil er eben sich diesen Aspekten von dieser Erleichterung und der Spannung auch bedient und damit ganz gezielt arbeitet und dadurch eben diesen Druck entstehen lässt, den eben auch Rainer fühlt, den eben auch Doreen fühlt und den immer weiter zuspitzen und dann am Ende gibt es dann halt eine Form der Explosion. Mia, ich würde gerne zum Schluss noch von dir wissen, was deine nächsten Projekte sind, ob du Projekte hast, weil ich würde sehr, sehr gerne sehr bald wieder von dir einen Film sehen, aber auch vor allem ein Buch lesen oder ein Drehbuch von dir wissen, dass es in Arbeit ist. Mich hat das wirklich sehr erfreut. Was machst du, was planst du? Also ich arbeite derzeit an einem Drehbuch über eine dysfunktionale Liebesgeschichte von zwei Menschen, die sehr schwer vom Leben geprägt wurden und die in der Liebe nicht nur Freude finden, sondern vielleicht auch ein Stück Heilung und aber auch eine ganze Menge Konflikt. Und das soll eigentlich ein Kinofilm werden, den wir jetzt gerade versuchen, auch finanziert zu bekommen. Und dann bin ich an zwei, drei Themen dran, die mich einfach umtreiben und wo ich gerade Exposés und Treatments verfasse und hör mal gucken. Also natürlich auf der Suche dafür nach Partnern bin. Also dann freuen wir uns, wenn wir bald in naher Zukunft wieder was von dir lesen oder zu sehen bekommen sogar. Und ich wünsche dir alles Gute dafür. Vielen Dank, Mia. Erstmal freue ich mich auf die Sommerberlinale, wo wir deinen Film einem großen Publikum zeigen können. Hoffentlich. Und wünsche dir alles Gute. Bis dann. Vielen Dank, Linda. Ich dir auch. Tschüss.